Ja, ein herzliches Hallihallöchen zu einer neuen Woche, zu einem neuen D-Ray Ready. Oh, wow. Und wir sind hier immer noch in Machine? Food? Nee, wo sind wir denn? Ich hab's vergessen. Warte, ich kann nachgucken. Nein, da sind wir nicht. Hier sind wir auch nicht. Hier sind wir auch nicht. Sondern wir sind in Machine Factory Town. Yay! Hier sind wir und ja, wie ihr seht, hier steht unsere Pimmelbahn. Wir müssen noch ein bisschen was hier abliefern, habe ich gerade gemerkt, weil ich dachte, cool, kannst gleich durchziehen zu Food Factory Town und dann fiel mir auf, verdammt, wir haben noch was hier im Petto. Wir haben da ja noch was. Und das machen wir jetzt halt auch. Ganz easy peasy machen wir das jetzt hier. Passt auf, wir schmeißen hier Mr. Black Lady an. Und paaren die auch gleich mal hier. Ja, Power. Schön gepaart. Jetzt ist die Frage, reicht eine oder brauchen wir zwei Loks? Ja, komm, machen wir zwei Loks. Sicher ist sicher. Sonst muss die Black Lady da vorne so viel arbeiten. Und das wollen wir ja nicht, wa? So, Freunde, weil ich habe jetzt noch ein bisschen einen kleinen Plan ausgeschmiedet. Ja, ich war so krass, ich hab einen Plan geschmiedet. Ich sag's euch, ich hab so einen Plan geschmiedet. Ah, nachdem Captain Buddle mir hier die Züge übergeben hat, habe ich mir gedacht, Freunde, das mache ich jetzt, weil ich habe gerade was gesehen. Ah, es könnten wir machen, hatte ich schon länger ja vorgehabt, dass ich das machen will. Von dem her, erstmal lösen. Jetzt dauert es einen kurzen Moment. Warte mal, muss ich jetzt einfach mal hin. I3 nach Maschinenfaktor C3. Wo war denn jetzt C3? Warst du C3? Ah, hier rein. Ein Gleis weiter nur. Na, wie praktisch ist denn das? Na, wie praktisch ist denn das? Ja, hätte ich auch letztes Mal gleich machen können. Naja. Egal, egal. So, Freunde, bevor es dann gleich weitergeht, gleich schon mal vorweg, ich mache dann nachher kurz kleine Informationen, wie es hier weitergeht auf diesem Kanal, den ihr ja. Ich weiß auch nicht, warum ihr den überhaupt abonniert habt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich gucke mir ja selber schon ungern zu, aber dass ihr das ertragen müsst, naja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, lasst mal einen Daumen runter da. Ich will keine Daumen hoch, ich will nur Daumen runters. Weil ich will schlechtes Gameplay zeigen, kein gutes. Ah, scheiße. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen. Aua. Aua. Ah. Ich hätte das doch weiter runterhängen müssen. Ja, Oh. Cool. Wenn ich drüber gehe, leuchten die. Finde ich super. Weil ich habe ja meinen Tisch jetzt am Wochenende abgegradet. Mein Schreibtisch. Und zwar, ich habe mir jetzt halt eine LED-Umrandung gemacht, weil ich beim Zocken abends, wenn ich mal so zocke, für mich alleine, ja, soll auch geben, stellt euch vor, sehe ich nichts, bin ich blind. Und das war ein bisschen nervig. Das wollte ich jetzt nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, hey, Schneckei, kaufst du mal ein bei der Black Week, habe ich auch in Steam gemacht, Freunde. Ich habe sowas von eingekauft in Steam. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Habe ich mir schöne Sachen geholt und das wird auch. Hä? Ah, okay, geht noch. Ich dachte schon, es geht nicht mehr. Und zwar habe ich mir schöne Spielchen gekauft, die ihr euch dann auch vorstellen werdet. Einen Tipp habe ich sogar gekriegt von meinem Dispo. Der hat gesagt, der sucht dieses Spiel gerade und es ist sehr zu empfehlen. Also habe ich mir gedacht, komm, hey, komm, scheiß drauf. Schlagen wir mal zu. Aber dazu dann später mehr, wie meine Pläne jetzt im Moment aussehen werden. Wir sagen, wir geben erstmal den Schnallerer dazu ab. Und werden uns gleich einen neuen Schnallerer dazu holen. Weil ich einfach so eiskalt bin. Weil ich so eiskalt bin, werde ich es jetzt einfach machen. Eiskalt durchziehen.
So, ganz schnell, ganz fix machen wir das jetzt hier. Es ist ja nichts Weltdramatisches, danach geht's weiter. Richtung Food und dann am Ende Goods. Und ich hoffe, mein Plan geht so auf, wie ich ihn im Kopf habe. Ja, stellt euch vor, ich kann auch planen in meinem Kopf, ja. Mein Mann. Dieses undankbares Volk, dass ich nicht mitdenken kann hier. Oh, böse Falle, ja, ich weiß. C1, wo sind wir denn? C36, CFF36, ja, dann kommt die 130 theoretisch. Oh, richtig. 989, 284, 284. 153, 153. 353, jawohl. 695. Mitten auf dem Weg geparkt. Und der letzte, 891, sehr geil. Das passt. Dann machen wir euch hier mal lose. Hallo. Losi. Oh. Wir sind ja ordnungsgemäße Aufhänger hier. So. Oh, das Häuschen da. Hallo, ich hab Kohle gemacht. Wie viel kriege ich denn überhaupt? Schauen wir mal. 47.000. 47.000. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Was wir gleich mitnehmen könnten. Nein, hau ab. Nein, hau ab. Zur Farm. Oh. Farm wäre auch mal interessant. Haben wir noch nie was abgegeben. Steamy auch nicht. Zum Hafen. Ich habe gerade keinen Platz für einen Hafen. Ich müsste mir erstmal Platz schaffen. Für das, was ich vorhabe, muss ich mir eh jetzt erstmal Platz schaffen. Also von dem her passt es ja eh, aber wo tue ich mir mal den Platz schaffen? Tue ich mir hier rein verschaffen, oder? Hier so? Ja, ich glaube. Hier in das Gleis rein, oder? Das ist immer gut. So, machen wir's. Also. Tun wir uns mal hier ein bisschen Blatt schaffen. Weil ihr werdet gleich sehen, warum ich mir jetzt hier kurz Blatt schaffe. Ja, ich weiß. Oh, was macht er denn da jetzt schon wieder? Fahr doch einfach mal. Nicht immer nur rangieren. Fahre. Aber Freunde, es hat einen guten Grund, warum ich das mache. Die Welt braucht das. So. Mal ein bisschen schneller hier. Fahrweg hinten dürfte auch noch passen, ja. Ja, ich weiß, übertreibt's wieder, aber hey, komm. Wir müssen ja Kohleschiffe hin, oder nicht? Freunde!
schwimmt hier irgendwas aus. Nein. Sehr gut. Vier Loks. Hatte ich echt vier Loks mit? Wollen wir mal kurz gucken, war was für ein Hafen mit dabei? Ja. Ja. Gut. Machen wir nochmal ein bisschen Platz. Das heißt immer vom Bahnzug zur Lok. Du dummes Spiel. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das gemacht habe. Lasst euch, ich sag mal, überraschen. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so viel geredet habe, aber hey. So. Bremse müssen jetzt gelöst haben. Der gewiefte Spieler weiß eventuell, was ich vor. Der gewiefte. Nur der gewiefte, nicht die ungewieften. Ich bin auch ein ungewiefter, deswegen weiß ich selber nicht, was ich vorhabe. Ha, 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 ihr werdet staunen. Ich kann euch noch so viel verraten. Ich wollte das schon immer mal machen. Ha, ja. Schön ist es hier. Prösterchen. So, wenn man das jetzt noch nicht mal weiß, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, mache ich das eigentlich so. So, Freunde, wenn wir jetzt noch nicht wissen, wo es hingeht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, wir haben ja lauter noch Zeit zum Reden, das finde ich sehr gut. Alter, der ist so krass, der Typ, ja, er macht's wirklich. Er fährt in die Military Basis. Oh mein Gott. Und was wird er sich holen? Was wird er sich holen? Na klar, der Panzer. Der Panzer holt er sich. Wir werden Panzer fahren. Oh. Weil ich habe im Voraus schon ein bisschen gekickt gehabt. Ich glaube, die Panzerchen werden nicht so leicht zu fahren sein. So, Freunde. Hab ich alles. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ach, ein paar Fees bezahlen. Oh, nee. Wenn ich das schon wieder lese. Ich hasse das. Das ist das Einzige, was mich an diesem Spiel immer wieder abfuckt. Bezahle Fees. Ja, hier. Friss ist und stirb. Bis und stirb. Bis und stirb. Bis und stirb.
Das ist ein Stirb. 16.000! Alter. Wie haben wir denn noch? Ja, hier. Das ist ein Stirb. Komm, dann tanken wir gleich mal auch die auf. Dann tanken wir die auch noch auf. So, haben wir das auch gemacht. So, können wir jetzt halt. Militär. Danke. Du gehst auf die 3. So, haben wir frisch getankt, die auch noch. Also das ist das Einzige, was mich gerade sehr stark abfuckt an dem Game. Dass du jedes Mal, wenn du einen Auftrag anmeldest, erst den anderen Schnodderer dazu bezahlen musst. Klar, das klingt einerseits vielleicht logisch, ja, dass man hier seine Steuern und so einen Scheiß zahlen muss, ja, bevor man was Neues... Aber hey, Freunde, das ist echt übertrieben, aber so mal. Haben wir jetzt gekuppelt? Haben wir gejuppelt? Ja, haben wir. Mal gucken, wie schwer sind wir eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt. Nur! Okay. Wo müsst ihr denn hin? Military, B7, alles klar. Jetzt ist wieder fast pleite wegen dem Schnodderadatze. Nervt es mich ab. Hallöchen, Doc Panzer. Ich hoffe, du bist nicht geladen, wa? Und schießt jetzt nicht gleich. Gut. Finde ich super, was du machst. Schon clever hier diese Funktion. Ich würde mal was anderes probieren, und zwar ich will hier hoch. Nein, ich wollte aufs Dach. Nein, ich wollte aufs Dach. Hat schon was. Oh, runtergefallen. Zum Glück kann man keine Schmerzen finden. Keine Lebensbalken. Das wäre es jetzt noch. Stop! Es ist die Frage, nehmen wir den anderen Schnatterradatz mit für den Hafen? Komm, theoretisch. Kann man ja mitnehmen. Wenn wir eh schon zum Hafen müssen. Haha. Kann man ja eigentlich auch mitnehmen. Alter. Was willst du denn? Schon wieder fies bezahlen? Für was denn? Ich hab die gerade erst angeschmissen. Ich schwör's euch, das macht mich fertig. Musst du meinen Zug nicht, dass er abhaut. Oh Gott. Also, ganz ehrlich. Nee. Das ist so Abfuck hoch 5. Da kommst du ja nie zu cool. Und auf Luschi-Modus will ich auch nicht spielen. Deswegen fuck ich mich ab. Wo stehen die denn? B4. Machen wir die noch schnell ab. Auf die 3 bitte. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Rückwärts. Lesen. Also das ist ab und zu mal echter Abfuck hoch 5.
Sicherung. Blöde Versicherung. Wahnsinn. Ja, so, nachdem wir jetzt hier ein bisschen hier rumgeistern und fahren, können wir jetzt hier auch mal ein bisschen quatschen. Also, folgendes, ich habe mir überlegt, wie es weitergeht mit diesem Kanal, mit Vögelsche TV, mit Vög TV. Ja, mein Name ist Vögelsche. Und zwar hatte ich mir überlegt, habe ich ja schon mal angekündigt gehabt, dass ich gerne so die Rally Montag bis Freitag so immer machen würde, weil ich komme einfach nicht hinterher. Ich habe uns immer nicht hin, habe letztes Wochenende gemacht. Gut, da war jetzt ein bisschen Pause von meiner Seite aus. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen Derail Rally Montag bis Freitag. Den anderen Schnatterer das auch. So wie Iron Harvest, das muss ich dann, da nehme ich dann auch jetzt die morgen oder heute noch auf. Gucken wir mal, wie die Zeit noch reicht. Und jetzt kommt jetzt so à peu immer so ein bisschen halt. Und ja, am Wochenende kommt dann eher so anderes Zeug, so Special-Zeug, sag ich jetzt mal. So, boah, Samstagabend, Primetime, keine Ahnung. Pff, Train Simulator zum Beispiel oder andere Simulationen oder worauf ich gerade Lust habe. Wenn ihr versteht, was ich meine, so Special-Dinger halt, die man nicht so täglich gucken kann. So gesehen, ja, also. Und das ist jetzt so mein Plan. Die Rally wird halt weiterhin um 19 Uhr kommen. Mafia wird dann wahrscheinlich, werde ich auch die Tage jetzt wieder aufnehmen. Also es wird jetzt halt so nach und nach jetzt wieder kommen. Ich denke mal, jeden Tag kommt was Neues dazu. Also morgen wahrscheinlich kommt dann noch, also heute ist Montag. Dienstag kommt jetzt dann noch Iron wieder. Hallo? Schaltest du jetzt mal nach vorne? Hallo? Der schaltet nicht mehr. Ach so, weil ich noch im Speed-Modus bin. So, Dienstag kommt Iron. Mittwoch kommt wieder Mafia wahrscheinlich um 20 Uhr. Und dann kommt, ja, weiß ich noch nicht. Ah, Dungeons wollte ich auch noch wieder aufnehmen. Fuck. Es ist so, peu à peu kommt es jetzt halt und dann kommt jede Woche halt, so dass ich dann für theoretisch müsste ich jetzt halt hier aufnehmen für eine Woche jedes Mal, also jetzt dann, ja. So, dass ich dann auch hinterher komme, wisst ihr, was ich meine? Also von Montag bis Freitag dann halt immer. So in der Art wird es jetzt kommen. Ich probiere es einfach mal schauen, wie es ankommt. Und am Samstag kommt halt schon das erste Special. Das werde ich wahrscheinlich, muss ich Freitag auch wahrscheinlich aufnehmen. Ja, ihr werdet ja dann sehen, was kommt. Auf jeden Fall keine Panik auf der Titanic, der Kanal wird nicht aussterben. Und ja, Pläne für 2021 habe ich ja auch schon mal geäußert gehabt. Und zwar wollte ich ja da, wenn es privat passt, so einigermaßen jetzt dann, wollte ich dann auch öfters live streamen. Aber dann eher mehr auf Twitch, nie auf YouTube. Weil YouTube kackt mir öfters mal zwischendrin ab, ist mir aufgefallen. Switch war die Anfangszeit stabiler. Nur so nebenbei. Mal jetzt so gesagt hier. So, und bevor wir gleich auf die erste Reise gehen, ist wahrscheinlich auch die heutige Folge gleich zu Ende. Ha, passt. Ich wollte einfach mal die Folge einfach mal so beenden und sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge. Aber das mache ich jetzt nicht immer, das mache ich nur heute, weil es gerade passt und weil ich gerade die Uhrzeit im Blick habe. Heute ja viel geleistet, viel geschafft, viel geflucht schon wieder über dieses geschissene Spiel. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte. Wenn nächstes Jahr 2021 das neue Update rauskommt, das große, ich nenne es mal Mega-Update, weil kommt ja hier Tag-Nacht-Rhythmus, es kommt Wetter dazu. Also es wird auch mal regnen und dann wird es echt interessant beim Regen, Schienen rutschig. Dann bräuchte man auch wieder richtig Sand. Also, neue Loks sollen kommen. Modder sollen, glaube ich, auch mehr Chancen haben. Wie gesagt, Tag, Nacht, Wetter, neue Loks und so weiter. Und da werde ich euch leider definitiv sagen, diesen Spielstand, den wir jetzt hier haben, wird es da nicht mehr geben. Ich fange nämlich komplett von vorne nochmal an.
Chili-Mili von der ersten Lok bis weiß was ich wohin. Natürlich mit den ganzen Tipps und Tricks, die ich hier schon aufgegabelt habe von meinen werten Kollegen Dispo und Günther. Vielen Dank euch beiden auch nochmal von meiner Seite her, dass ihr da sehr nett seid und ab und zu mal kommentiert. Und ja, was soll ich euch noch sagen? Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja. Würde ich sagen, für diese Folge dann. Wenn ich hier gekuppelt habe, machen wir dann Ende Gelände. Passt gerade. Es war jetzt einfach mal so eine Fluch-Quatsch-Folge am Ende, was so weitergeht und wie es mit mir dann auch weitergeht. Ich werde auch versuchen über Weihnachten, ja gut, ich denke mal, Weihnachten, Silvester werde ich wahrscheinlich, ja, sollte ich hinkriegen. Aber ich glaube, über die Weihnachtsfeiertage lasse ich euch mit meinem Schrott hier in Ruhe, glaube ich, über Heiligabend und so weiter. Weil das müssen wir uns, glaube ich, nicht geben. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich check jetzt nochmal kurz, was wir hinten geladen haben für eine Suppe. Ah, sieht aus wie Kesselwagen. Schauen wir mal. Nein. Nee, das waren die Panzer. Das ist gut. Das müsste hier irgendwo dazwischen sein. Food. Food. Da müssen wir hin. Das ist Auftrag 60. Passt. Gut, Freunde, dann gehen wir nochmal schnell nach vorne an die vorderste Front. Genießen unsere drei Panzerchen, die wir heute mitnehmen werden. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen bei der heutigen Folge. Morgen geht es dann wie gewohnt weiter mit durchgehendem Gelaber. Ich habe jetzt einfach mal, schau gerade die Uhr an und es passt gerade. In diesem Sinne, ciao, bis morgen, ihr Nullen.